Wir blicken auf die Olympischen Spiele. Nachdem die ersten Schwimmtrainings der Triathleten in der Seine abgesagt werden mussten, zweifelt man nun, ob die geplanten Wettbewerbe überhaupt in dem Fluss stattfinden können. Die am Samstag durchgeführten Tests hätten nicht die vom Triathlon-Dachverband gewünschten Werte für eine ausreichende Sauberkeit des Wassers geliefert, hieß es. Grund seien die zum Teil massiven Regenfälle der vergangenen Tage in Paris. Die Gesundheit der Athleten habe absolute Priorität. 1,4 Milliarden Euro waren im Großraum Paris ja in den vergangenen Jahren in Kläranlagen und das Abwassersystem investiert worden, um die Wasserqualität der Seine zu verbessern.